Herr Noah, ja. Ich habe mir noch mal Gedanken gemacht wegen der Kiste, was da alles rein soll. Und wissen, was nicht fehlen darf? Ja. Ein intelligentes Ratespiel. Das wird die Außerirdischen beantworten. Ein Ratespiel? Ja, ein Ratespiel. Nicht so ein blödes, wie man es auf dem Fernsehen sieht, sondern eins, das Aufmerksamkeit und Logik trainiert. Gute Idee, wie soll das funktionieren? Ich habe mir was Schönes ausgedacht. Jeder von uns formuliert immer einen Satz im hessischen Dialekt und den muss der andere dann ins Hochdeutsche fehlerfrei übersetzen. Aha, gib es mal ein Beispiel. Ganz kurz. Und damit derjenige, der den Satz erraten muss, ja, sich noch ein bisschen darauf einstellen kann, muss der, der den Satz vorgibt, vorher immer zweimal hier sagen. Also hier. Und dann kommt der Satz, den der andere übersetzen muss. Ganz genau. Ich probiere es. Sie fangen an. Ich muss es übersetzen. Ja, ich fange mal an, damit wir ins Spiel reinkommen. Okay, Achtung. Also, Konzentration. Ja. Hier. Hast du schon der neue Wienerreifen drauf? Nochmal bitte, nochmal. Hier. Hast du schon der neue Wienerreifen drauf? Mal ein bisschen langsamer. Okay. Hier. Letzte Scheiß, hier. Den Satz danach. Okay. Also, ganz so blöd bin ich auch nicht, Herr Lembach. Ja. Okay. Den Satz nach dem hier. Hier. Hast du schon der neue Wiener Reife drin? Das kapier ich. Ich hab's nicht. Tut mir leid. Herr Lemmer, ich hab's noch nicht kapiert, das Prinzip. Was heißt das? Ich löse auf. Bitte. Hier. Hast du schon deine neue? Das heißt, hast du schon deine neuen? Die neuen. Ja. Winterreife, Winterreifen. Winterreifen. Drauf, okay, alles klar. Jetzt habe ich's. Hast du schon deine neuen Winterreifen drauf? Jetzt habe ich's kapiert. Oktober, November. Es fängt an zu schneien, die Freundin fährt Auto, man sagt, hast du schon. Ich hab's kapiert! Alles klar, okay. Okay, jetzt komm ich. Jetzt sitzt bei mir wird schwerer, Lemba. Ich bin gespannt. Hier. Die haben die Oberweite, du willst den nochmal? Noch einmal, ganz schön. Hier, die helfen die oberen Biker, den Alter. Das ist auch schwer, oder? Nein, ich hab mir Spaß gemacht, ich hab's schon beim ersten Mal verstanden. Im Ernst? Ja, war so. Ja, hier, da helfen die Orbe dabei, da haben die außerdem oder zusätzlich Kartoffeln neigetan. Scheiße, es war zu leicht, Kacke. Da haben die zusätzlich zu Kartoffeln reingetan. Ich weiß auch. In den Auflauf, eine Suppe, irgendwas Leckeres. Ist gut, Herr Lembach. Okay, dann. Sie wieder, okay, auf. Okay, Achtung. Ja. Konzentration. Hier, wann die Lecture kommen, ich bin dann da. Nochmal. Hier, wann die Lecture kommen, ich bin dann da. Ein bisschen schneller. Hier, wann die Lecture kommen, ich bin dann da. Schneller. Hier, wann die Lecture kommen, ich bin dann da. Hier, wann die Lecture kommen, ich bin dann da. Schneller. Hier, wann die Lecture kommen, ich bin dann da. Schaff's nicht, scheiße. Mann. Was heißt das? Das heißt hier, wann die Elektriker kommen. Das heißt, wenn die Elektriker kommen. Die Elektriker? Ja, ich bin dann da. Ah, ja, bin klar. Ich dann da? Ja, jetzt, wenn ja, die Elektriker kommen, bin ich dann da. Ich muss ja zu Hause sein. Sie wollen ja rein. Sie haben es bestellt. Sie wollen die Reparatur ausführen. Ich mache die. Alles klar. Okay, gut. Gut. Okay. So, aber jetzt will ich mal wirklich was hören, okay? Hier, die Buchlotte. Ich muss einen Sammelwut. Den brauche ich nochmal, bitte. Hier, die Buchlotte. Ich muss einen Sammelwut. Ein bisschen langsamer. Hier, die Brugelknotische Elismusen, Sammelmut. Also der Anfang ist ja easy. Was ist easy? Hier. Super, ja. Einstein, ja. Super. Aber dann kommt das erste Wort, die Brugelknotische. Ja. Ich kenne mich im Hessischen gut aus, das Wort habe ich noch nie gehört. Pech! Brugelknotische, was ist der? Okay, ich gebe gleich Hilfe, Herr Lemmer, gleich Hilfestellung. Brugelknotische sind, wie soll ich sagen, so halbrunde, also eher dreieckige, quadratische kann man sagen, längliche, aber auch gleichzeitig ovale, aber... Letztendlich... Klöß, lass Gelde, ja. Klöß, okay. Klöß, lass Gelde. Brugge? Ja. Brugge, Knuddelscher sind Klöße. Was sonst? Das habe ich noch nie gehört. Scheiß der Hund, ruf weiter. Okay, also, dann geht's weiter. Die Brugge, Knuddelscher, hehl ich mir, das heißt, hol ich mir, ja, aus dem, aber jetzt kommt das nächste Wort. Sabbermuck, habe ich auch noch nie gehört. Sabbermuck, was ist denn Sabbermuck? Die Brugge, noch 10 Sekunden habe ich dieses Spiel gewonnen, Herr Lembach. Sabbermuck. Gewonnen! Also gut, was bitteschön heißt Sabbermuck? Supermarkt. Ja. Ja. Wo denn? In Uganda oder was? Nicht in Uganda! Überall, wo Dialekt gesprochen wird, heißt Sabbermuck Supermarkt. Fertig! Und wie soll man da drauf kommen, bitteschön? Mit Bisit nachdenken, das war doch die Absicht Ihres Spieles, sein Gehirn zu gebrauchen. Nehmen Sie das Wort Sabbermuck. Tauschen Sie das A von Sabber gegen das U von Uck, dann haben Sie Supermarkt. Sabbermuck, Supermarkt. A rüber, U darüber. Sabbermuck, Supermarkt. Aber Sabber, Super, Sabber, Super, Sabber, Super, Sabber, Sabber, Super, Super, Sabber, 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 Super, Super, Sabber. Bisschen mitdenken, Lembach. Bisschen mitdenken. Komm mal drauf. Bisschen mitdenken, Lembach. Wissen Sie was? Ich sag Ihnen mal was, das war einfach nur Beschiss. Herr Lembach, wissen Sie, was ich gerade feststellen muss? Was denn? Herr Lembach kann nicht verlieren, deswegen geht Noah kurz spazieren. Oder auf Englisch, Peter Lembach, cannot lose, Noah goes zu Fuß. Fertig. Ja. Sabbermuckt.
Das war doch voll der Beschiss. Da klatscht man doch nicht. Ja. Ja. Und ich hasse es, wenn man mich beim Spielen bescheißt. Ich habe es als Kind schon gehasst. Mein Bruder bei Stadt, Land, Fluss, das war auch immer so ein Experte. Immer am Bescheißen, immer. Beruf mit Y, Yeti. Ja. Tier mit M, Musketier. Ja. Fluss mit A, Abfluss. Ja. Ja. Bruckeknuddelche, Sabbermut. So bescheuert spricht man nirgendswo auf der Welt, nirgendswo. Vielleicht noch in Götzenhain, aber ja, ja. Oder in Offenthal, aber doch sonst nicht. Das ist doch scheiße, oder? So, Peter Lembach komponiert deutsche Volkslieder, die zum positiven Denken anregen sollen. Aha. Ein Lied im Dschungelstil. Ja, Dschungelstil. Super. So manche Hessel, der macht es sich schwer, wälzt sich im Bett nachts hin und her, denkt an Chaos und Umweltprobleme und vergisst dabei all das Schöne. Drum sag ich mir fast jeden Tag, auch wenn es so mancher nicht hören mag, Atomkraft ist gut, Atomkraft ist klasse, man muss einfach nur loslassen. Ein bisschen Qigong, ein bisschen Tai Chi, dazu 4 Glas Äpple und schon Grimessi. Ja, soll es kommen, die böse Al-Qaida, mir Hesse trinke einfach weide. Selbst wenn sie Bibel zerstören, droht keine Gefahr, denn wir haben noch Äpple für 10.000 Jahre. Super Lied! Ey, Lembach! Lembach! Super Lied! Ey, ist das geil! Geiles Prinzip! Ey, das Prinzip ist geil. Einfach positiv denken, nicht immer nur rummeckern. Das hätte man auch gut bei Stuttgart 21 anwenden können. Soll der Bahnhof obbe bleiben, musste der Tränengas aus der Aure reiben. La 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 la. Positiv denken. Herr Lembach, super Liedche. Wo haben Sie denn überhaupt meinen Text her? Der Text lag dahin. Gefällt mir. Ist jetzt sehr gut. Ja, aber der ist doch noch gar nicht ganz fertig. Ist aber jetzt schon einmalig, das Lied. Super, ja. Außerdem ist er satirisch gemeint. Ich hab's gemerkt. Klasse, ja. Schön, ja. Ja. Ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Was ist los mit Ihnen? Kannst aber nicht laut thematisieren. Ein Problem? Ich komme mal zu Ihnen. Was haben Sie für Probleme, Lembach? Was ist? Können Sie mir sagen, wo Sie hingehen, wenn Sie mal müssen? Verstehe kein Wort. Können Sie mir sagen, wo Sie hingehen, wenn Sie mal müssen? Verstehe immer noch kein Wort. Können Sie mir sagen, wo Sie hingehen, wenn Sie mal müssen? Sie meinen Kacken? Ach, Herr Noah. Da in dem Milo, Herr Lembach, ja. Das ist quasi mein Kackomat. Habe ich selbst gebaut. Ja, jetzt? Nehmen Sie mal hoch. Es erwartet Sie höchster Komfort und Überraschung. Lembach, und? Na, habe ich so viel versprochen? Das ist quasi mein iPod. Ja. Herr Lembach! Genial, oder? Wo gibt's das noch? Toll. Wo gibt's das noch? Was mir gut gefällt, ist, dass das so intim ist und dass einem dabei gar keiner zugucken kann. Herr Lembach, machen Sie es nicht lächerlich. Wer soll Ihnen denn hier dabei zugucken? Wer? Ja, wer schon, außer ungefähr 5 Millionen Internetbenutzer, die gleich meinen nackten Arsch auf Google Earth entdecken. Ach, Google Earth, babbel nicht. Setzen Sie sich drauf, super bequem. Kleiner Tipp von mir. Vorher vielleicht die Hose runter, da klappt's besser, Herr Lembach. Ja. Herr Lembach, jetzt Augen zu. Und jetzt wird's intim. Jetzt kommt der Milo, mein Milo. Herr Lembach, und? Na! Herr Lembach! Ja. Besser geht's nicht, oder? Nee, das ist so. Ja. Das ist sogar besser, als ich gedacht habe. Jawohl. Ich zieh grad mal die Hose runter. Dann machen Sie mal. Alles klar. So, okay. Gut, schön. Okay, dann legen Sie mal los, Herr Lembach. Ja. Was ist? Ja, aber so kann ich nicht. Wieso nicht? Sie können doch alles sehen. Was kann ich schon sehen? Da müsst ihr ja so reingucken, Herr Lembach. Ich werde mich hüten, meinem eigenen Interesse dann reinzukommen. Komm, auf jetzt, geht's ab. Ja. Geht ab in Boogie. Come on, do it. Do it, give it to me, come on. Bah, get up. Sex Machine, do it. Aber so kann ich nicht. Wieso nicht? Sie sind einfach zu nah dran. Was bin ich? Zu nah dran. Zu nah dran? Ja. Was soll man machen? Müsst du gleich ein bisschen weggehen. Wohin? Zur Seite. Wie weit? Gute Meter. Ganze Meter, du bist so schätzig, du. Okay, ich gehe 2 Meter. 2 Meter, Sicherheitsabstand. Jetzt aber, come on, do it. Get up. Boogie Night. Come on, get it. Do it. Aber get up. Ich kann so immer noch nicht. Wisst, was ist los? Aber Sie können doch auch da noch alles hören. Ich bin nur mal da, was soll ich machen? Al-Qaida-Bonbons fressen, mich explodieren oder was? Ja. Ha? Nein, aber vielleicht können Sie es akustisch überdecken. Akustisch überdecken? Fange ich an, mache Stepptanz, der Michael Flatley oder was jetzt hier? Nein, aber ich habe doch da hinten die Gitter gesehen. Das heißt, Sie spielen noch Gitter, da vielleicht machen Sie einfach bis Sie... Ha? Das heißt, ich mache jetzt für Sie Klo-Musik hier, Devi. Ja. Das ist ja das Letzte. Ja, nennen Sie das gibt's Rolle. Ja wohl gar nicht. Haben Sie vielleicht auch noch einen Wunsch, was ich spiele, so eine Lembach? Ja, den Stil können Sie bestimmen. Oh, den Stil darf ich bestimmen. Das ist aber großzügig, Herr Lembach. Ja, so da bin freue ich. Ich mich schon. Ja. I won't go, I won't care. I'll go now. Was gucken Sie mich an?
rufen Sie komisch an, Herr Lembach? Also, bei dem Ale Blues kriege ich ja Verstopfung. Ach, ja. Was hätte Sie denn lieber, Herr Lembach? Was Anregendes, was Flottes. Was weiß ich, was Sie anregt, Herr Lembach? Weiß ich auch nicht. Da muss man... Maria! Besser! Ja. Elena! Nein. Besser! Nein. Ha? Nein. Für mich nicht besser. Was? Herr Lembach, Herr Lembach, war es anregend genug? Nein, da kriege ich ja Angst, dass gleich ein Stier komme ich über den Haufen rennt. Ja, das geht Lembach, doch nicht. Ich habe bei Ihnen das Gefühl, egal was ich spiele, es passt sowieso nicht. Was wollen Sie? Haben Sie nicht was Flüssiges? Ja. Ich glaube, das ist eher Ihre Abteilung, das Flüssige, ja, Herr Lembach. Super lustig. Nein, ich meine vielleicht irgendwie was aus der jüngeren Vergangenheit, was man noch kennen könnte. Was weiß ich, was Sie kennen können, Herr Lembach? Das kenne ich. Just another day. Oh. Coca-Cola. Gotta tell her how I feel about you. I can't go a minute without you. Like a satellite. I'm moving all the way around you. I won't fall into the night. Fertig, Schluss, aus. Nix. Aus. Cannabis. Schluss. Fertig. Das war Shay. Ja, super. Da sieht man aber, für was das Lied all gut ist. Ja. Und da hat mein Opa doch recht gehabt damals, als er gesagt hat, es ist ein Scheißlied. Ich wusste nur nicht, wie er es meint damals. Er hat es geahnt, er hat recht behalten, es ist ein Scheißlied. Ja. Fertig. Ja. Jetzt bräuchte ich noch ein bisschen Toilettpapier. Was bräuchte Sie? Toilettpapier. Wie viel Blatt hatten Sie gedacht, Herr Lembach? Na ja, also 8 bis 10 können schon sein. 8 bis 10 im Leben nicht. 7, mehr rücke ich nicht raus. 7. Wieso denn nur 7? Umweltschutz, Regenwald, Ökologie, 7 Blatt, mehr gibt's bei mir nicht. Fertig. Ja, aber gut, dann geben Sie mir im Herrgottes Namen 7, okay. Aber vorher müssen Sie es quittieren, sonst rücke ich gar nichts raus, Herr Lembach. Ja. Wieso soll ich denn das auch noch quittieren? Wieso? Sie sind doch selber Geschäftsmann. Sie wissen, wie es ist. Man liefert was nach Hause. Ich hab's nicht bekommen. Das passiert mir nicht. Ja. Ich will's quittiert haben. Klappe auf. Ja, so. Hier haben Sie Block. Mehrwertsteuer, okay. Firmaadresse, ja, alles, okay, drauf. Alles drauf. Straße, alles klar, alles Mehrwertsteuer, Finanzamt, alles, alles drauf. So. Okay. Umsatzsteuer, so, Herr Lembach, das ist für Sie. Danke. So, und jetzt bekommen Sie auch Ihre 6 Blätter, Herr Lembach. Moment, Sie haben doch 7 gesagt, 7. Das 7. halten Sie bereits in Ihren Händen, Herr Lembach. Den Durchschlag? Ja. Ja, aber der ist doch so dünn. Aber zart im Abrieb, Herr Lembach. Ja. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Lembach, ja. Have a nice day. Ja, danke. Lembach, wissen Sie was? Was denn? 2, 3 Blätter spendiere ich noch für die Festschwitzsterne. Sieht ja grauenhaft aus, Herr Lembach, ja? Machen wir mal schön hoch so. Herr Lembach, wissen Sie was? Wenn bei Ihnen die Haare so hoch stehen, sehen Sie aus wie der Sänger von dieser einen Band. Von Police, wie heißt der nochmal? Das Ding. Das Ding. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Was? Sie sitzt um den Scheiß aus, sieht aus wie die Stink. Das ist ein schönes Wortspiel, hä? Herr Lembach von der Stinkpolice, das gefällt mir. Ja. Das schreibe ich mir gleich auf, das ist gut. Ja. Wer riecht vom Kopf bis an die Fies? Herr Lembach von der Stinkpolice, das gefällt mir. Stinkpolice, das gefällt mir, Herr Lembach, schreibe ich mir auf. Stinkpolice. Herr Noah, ein schlechter Gag wird nicht besser, wenn man ständig wiederholt. Ja, Stinkpolice, lach mich kaputt, ich könnte gerade noch einmal. Ja. So ein Blödmann, ja. Gibt's doch, lässt er mich hier hocken mit den paar Blättern in dem Durchschlag. Was mache ich denn jetzt? Na gut, ich muss es probieren, okay? Okay. Jetzt ist er gerissen. Ach du Scheiße. Ich hab doch gewusst, er ist zu dünn. Ja. Naja. Und außerdem färbt er wie die Sau. Ja. Jetzt habe ich meine eigene Unterschrift am Bobo. Ja. Naja, gut, mit dem Rest wird's gehen. Ich war ja jetzt nicht so. Okay, alles klar. Fertig. So, die Hose wieder hoch. Okay. Herr Noah, ich bin fertig. Herr Noah, der Peter Lembach ist fertig. Ich komme nicht hier allein aus dem Karton, Sie müssen mich schon rausholen. Außerdem wird es schon bald dunkel und ich habe nachts sehr große Angst, weil ich bin da mal schwer traumatisiert worden. Ich bin da nämlich mit dem Kumpel mit dem Auto gefahren, plötzlich sind alle Scheinwerfer ausgefallen. Ich sag, fahr sofort rechts ran, sagt er, nein, ich kenne mich super gut aus. Links kommen gleich 3 Bäume. Plötzlich tust du einen Riesenschlag. Ich sag, was war denn das? Sagt, das war der erste. Ja, ja. Herr Noah, jetzt ist schon wieder Morgen. Herr Noah, ich würde gern was frühstücken. Schauen Sie mal, die für Herr Noah, vielleicht ein Käffchen, ein Teechen, ein Säftchen, Eierchen im Gläschen, ein Brötchen, ein Töstchen, irgendwas mit SCH. Ja, ja. Herr Noah, der Tag geht schneller rum, als man gucken kann. Und schauen wir jetzt wieder nach, Herr Noah. Ich bin kein Typ für 2 Nächte.
Herr Noah, ich bin kein... Das können Sie doch nicht machen. Das ist Herr Noah. Zwei Tage, zwei Nächte. Das hier in dem... Der Eimer bohrt sich an meinen Körper. Wie sitzt hier wie so ein sibirischer Strafgefangener? Das gibt's doch gerade. Ist der mich hier hocke, dieser blöde Kerl. Das ist doch nicht richtig. Das ist doch... Und Herr Lembach, wie war's? Ha? Bitte, was? Hatte Sie Spaß? Sie hatte ja zwei Tage Zeit. Schön war's. Also, komm, raus aus dem Milo. Rein in die Natur, Lembach. Sag mal, sind Sie eigentlich noch ganz sauber? Sie lassen mich hier drin hocke. Komm, ich hatte total die Schiss. Ich hatte totale Angst. Ja. Ich rede ja da rein, aber Moment, was soll das denn werden? Strom! Moment, Sie erzeugen Strom? Nee, Sie schwätzen nur die ganze Zeit, Herr Lembach. Ja, weil ich mich aufgeregt habe! Ja, schön, weiter, ich rede ja weiter. Was denn funktioniert? Mein Bubblekraftwerk. Was? Ja, mein Bubblekraftwerk, mit dem ich geschwätzt den Strom umwandeln kann. Schauen Sie mal, die Batterie ist voll. Vorhin war sie leer, jetzt ist sie voll. Leer, voll, leer, voll. Jetzt haben wir Strom, jetzt können wir uns zu Tode rasieren, dank Ihrem Geschwätz. Ha! Moment, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie erzeugen mit Sprache Strom? Richtig, dank dem Bubblekraftwerk, ja. Aber wie kommt man denn auf so eine schräge Idee? Ganz einfach, Physiker haben herausgefunden, dass die meiste Energie im Geschwätz verpufft. Aha. Ja, aber Energie geht nicht verloren, man muss sich nur konzentrieren. Und wenn Sie hier reinsprechen in den Trichter, wird es umgewandelt in Strom. Ach, genial, so. Ja? Verstehe. Geschwätz in Strom. Jetzt kapiert erst das ganze Ausmaß. Zum Beispiel, jetzt kapiert, mit dem ganzen verlogenen Geschwätz von Politiker über Energiesparen und Klimawandel kann man jetzt in Zukunft Strom, Energie das ist erzeugen. Alles Energie, richtig. Mit dem nervigen Gesabbel von den Mediamarktverkäufern kann ich in Zukunft stundenlang Fernsehen gucken. Umso länger der Mediamarktverkäufer Sie zuschwätzt, umso länger können Sie Fernsehen gucken daheim. Genial. Und je länger wir uns zutexten, umso mehr. Genial, ne? Das ist Nobelpreis. Ja. Das ist seit dem Eierkocher das Größte, was ich je gesehen habe. Bubble Nobel, ja. Das ist das Nobel, das ist ja der Hammer. Ja. Sie, man wird Sie mit Preisen überschreiten. Danke. Und zu Recht, zu Recht, Herr Noah. Ja. Man wird Sie mit... Herr Noah? Was? Jetzt schießt mir allerdings so ein kleiner Einwand gerade mal in den Kopf. Was? Herr Noah, was ist denn, wenn wir beide mal heiser sind? Scheiße, da haben wir keinen Strom, das habe ich nicht berechnet. Was ist dann? Mist, was ist dann? Kann ich Ihnen sagen. Dann kommt Peter Lembach ins Spiel. Wie bitte? Sie haben Ahnung von Stromerzeugung? Was heißt die Ahnung? Ich bin der Stromexperte. Wissen Sie, wie man mich eine Firma auch nennt? Nee, sagen Sie mir's. Pierre Ampère. Pierre Ampère? Ja. Aha. Ja. Oder manche, die Intellektuellen, sagen auch Peter Rowold. Peter Rowold, toll, ja. Oder die Musikfreaks sagen, hey, Charlie Watts. Charlie Watts, ich kapiere. Erklären Sie mal kurz, wie funktioniert denn Ihre Stromerzeugung? Wie? Das wollen Sie jetzt wissen. Erklären Sie es. Kann ich Ihnen erklären? Okay, bitte. Ich baue Sie sogar mit ein. Sie sind jetzt mal ein Radio. Ich bin ein Radio? Mhm. Was habe ich, UKW oder Mittelwelle? Beides von mir. Okay, alles klar. Also, gut, okay. Und... was denn das? Antenne, sonst habe ich keinen Empfang, oder? Ach, richtig, ja, genau. Klar. Alles klar. Also, und Sie, jetzt ist es ja so, Sie brauchen ja Strom. Ja. Und der Ausgangspunkt vom Strom, das ist ja der Regen. Aha. Der Regen ist ja im Prinzip der Vater vom Strom. Der Regen ist der Vater vom Strom? Ja, ja, klar. Ui. Ja, und deswegen habe ich zu Hause neben Haus auch eine riesige Regentonne stehen. Das ist bestimmt die Mutter vom Strom, stimmt's? Habe ich so noch gar nicht. Ja, aber ich, ja, gut, ja. Klar. Ja. Ja. Der Vater regnet in die Mutter. Kennt man ja, oder? Ja, genau. Ja. Und dann läuft es durch den Schlauch. Dann läuft es durch den Schlauch. In die Steckdosen. Nein, nicht in die Steckdosen. Da wird sie auf der anderen Seite raustroppen, da wird der Parkettboden verschimmelt. Nein, muss ja also muss man es vorher umwandeln. Umwandeln. Das Nasse in was Trockenes umgewandelt. Sehr und das heißt dann, wie heißt es? Ich weiß es. Strom. Genial, ja, ne? Genau. Jetzt so habe ich es kapiert. Für mich sind Sie der Ranga-Yogisch, war. Wahnsinn! Ja. Jetzt habe ich es auch kapiert. Ich auch. Jetzt habe ich es endlich kapiert. Ja. Genau. Und auf jeden Fall, der Strom läuft dann ins Radio. Also in mich. Wieso denn in Sie? Ich bin das Radio. Ja, hatte ich ja gesagt. Ganz ruhig. Was denn? Ich habe Empfang. Nein. Ich höre Nachrichten. Nein. Ach du Scheiße. Da ist jemand aus dem Irrenhaus abgehauen. Liebe Zeit. Höchst gefährlich. Er ist schizophren. Ach du Scheiße. Ja. Ach du Scheiße, wieso ist er denn schizophren? Er hält sich für einen Elektrofachmann, Sarah sagt. Ach du Scheiße. Wir sollen Fenster und Türen schließen. Das klingt ja übel, übel. Und Sarah, haben Sie den auch beschrieben, was er so anhat? Ja, was verrückt er so anhat? Moment. Hellblau Hemd mit Weiß drin, Sarah. Hellgrau Hose und er trägt ganz eklige, billige braune Mallorca-Schlappe. Übelste Art. Kick 94. Ach du Scheiße. Ja. Und haben Sie den schon? Wen jetzt genau, Herr Lembach? Ja, den Typ. Wen? Mit der grauen Hose, dem blauen Hemd. Lustig, Herr Lembach. David Copperfield, der Verwandlungskünstler. Schlag mich kaputt. Ja. Ich bin ein lustiger Typ. Ja, ich sehe es gerade. Ganz lustig, und? Herr Lembach. Haben Sie auch gesagt, wie er heißt? Ja, Peter Gaddafi. Sehr gut. Ja. Und wo haben Sie ihn denn gekriegt? Wo wohl? In Libyen, verdammte Kacke. In Libyen? Ja. Wo denn da genau? Im Sabermukt. Als er zufällig Brucke-Knuddelscher geklaut hat. Hier, du Arschloch, verstehst du? Los, Herr Lembach, sind wir schlecht drauf oder was? Ach, hör mal, ich bin jetzt schon so lang bei Ihnen, das ist doch auf Dauer kein Leben, das ist doch keine Perspektive hier draußen. Oh Gottchen, Herr Lembach, Sie müssen immer dran denken, der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Wow.
Ist das von Ihnen? Fast, von Theodor Heuss. Gut, gell? Aha. So, Herr Lembach, jetzt trinken wir zwei beide mal ein selbstgebranntes Waldbeerschnäpschen. Da können wir mal die Sorgen runterspülen. Ha? Die Sorgen runterspülen? Ja. Das können Sie vergessen. Sorgen kann man nicht ertränken. Sorgen können schwimmen. Oh, der ist auch gut. Von wem ist denn der jetzt? Heinz Rühmann. Heinz Rühmann! Ja. Da trinken wir auf der gut alte Heinz. Ha? Runter auf der Heinz. Ja. Waldbeerschnäpschen. Selbstgebrannt. Oh. Oh Gott, ist der... Sag mal, wie viel Prozent hat dann der? Ja, sehr viel. Was? 3 bis 4 Prozent. 3 oder 4 Prozent? Ja, der höchsten 3 oder 4 Prozent. Entschuldigung, mal. Ich riech doch schon, dass der mehr hat. Sie müssen mir schon vertrauen, Herr Lehrer. Ich soll Ihnen vertrauen? Vertrauen? Sie müssen mir schon vertrauen, habe ich gesagt. Ich vertraue fast überhaupt niemand mehr. Ich habe viel zu viel schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Was haben Sie gemacht? Schlechte Erfahrungen mit Menschen? Ja. Was, mit wem? Zum Beispiel mit meinem Nachbarn. Ach Gottchen, was war mit dem Nachbarn? Wollen Sie mal erzählen? Na ja, warum mag ich nicht? Was war los mit dem Nachbarn? Moment. Gott, so schlimm? Ach du Scheiße, bin ich mal gespannt. Es war vor ein paar Monaten. Aha, ja. Und da wollte ich bei mir in der Wohnung den Flur renovieren. Ja. Also bin ich erstmal runter zum Nachbarn. Ohne. Hab geklingelt. Ohne. Er war auch da. Ohne. Hat aufgemacht. Ohne. Genau. Ja. Dann sag ich zu ihm. Dann sagen Sie zu ihm? Ja. Dann sag ich zu ihm, hören Sie mal, Sie haben doch neulich auch Ihre Wohnung renoviert, oder hat den Flur in Ihrer Wohnung renoviert, ja, und der ist der baugleich zu meinem, ja, und dieselben Maße, wie viele Rollen Tapete haben Sie denn da für die Renovierung gekauft? Ja. Da sagt er zu mir, aha. Was sagt er? Sagt er? Sippe. Sippe. Also habe ich 7 Rollen Tapete gekauft. Ja, Logo. Ja. 14 Tage später nach der Renovierung gehe ich wieder runter. Ohne. Ich klingel. Ohne. Er war auch da. Ohne. Er macht auf. Ohne. Dann sage ich zu ihm, ja. Dann sage ich, ja. Ich habe das genauso gemacht, wie Sie gesagt haben. Ich habe 7 Rollen Tapeten gekauft, jetzt habe ich meinen Flur renoviert und habe noch 4 über. Da sagt er, ich auch. Ach du Scheiße! Ach, das gibt's so, Herr Lemba! Das ist ja Wahnsinn! Das darf doch nicht sein. Herr Lemba! Herr Lemba, im Ernst, da kann man das Vertrauen in die Menschheit verlieren, oder? Sag es im Ernst. So ein Erlebnis prägt doch das ganze Leben, oder? Ha? Ich war ein halbes Jahr in Therapie. Das glaube ich. Herr Lemba, ob das reicht, der Halbjahr? Weiß ich auch noch nicht. Der Halbjahr reicht? Aber immer noch. Oh, meine Fresse, was ich da erlebt habe. Aber ich, Herr Noah, ich muss jetzt gerade mal was ganz anderes loswerden. Ja. Ihr Waldbeerschnäpschen nicht, wir freuen uns gerade richtig an. Ja, das freut mich, ja. Das erwärmt mich richtig. Ja, schön, ja. Ich bin an Stelle warm, wo ich noch nie warm war. Ja. Sie müssen mir es nicht näher erklären, Herr Lemba. Ja. Schade. Ja. Aber sagen Sie mal, Herr Noah, jetzt, ich merke gerade so eine, ich sag mal, eine gewisse Vertrauensattacke. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja. Aber ich würde Sie gerne mal was fragen, weil ich die ganze Zeit schon denke, was ich mal fragen müsste. Ja, nämlich, was waren Sie eigentlich früher mal vom Beruf? Schwer zu erklären, Herr Lembach, ganz schwer. Ja, aber da probieren Sie es. Herr Lembach, es gibt ja immer so Berufe, da erfährt man erst 20 oder sogar 30 Jahre später, dass es überhaupt gegeben hat, gell? Aha. Ja. Und was waren Sie? Ich war, wie soll ich sagen, ich war ignorant. Ja. Hm. Vom Beruf? Vom Beruf ignorant, richtig. Ignorant, wo denn? In so einer kleinen Heizungsfirma. Wo? In Hanau. In Hanau? Ja. Und was haben Sie da gemacht? Ein Nix. Wie, ich habe mich um die Reklamationen und Beschwerden gekümmert. Besser gesagt, nicht gekümmert. Tot laufen lassen. Nach dem Motto, leck Arsch. Muss ja einer machen, so in der Firma, gell? Egal wie oft die Agro war, aber geschrieben, leck Arsch, fertig. Einer muss es machen, gell? Egal. Ja, ruf du nur an, leck Arsch, egal, fertig. Wie oft. Ja, ignorant, fertig, ignoriert, aus. Weg damit, ja. Sagen Sie mal, eben check ich da was. Ja. War das zufälligerweise die Firma Heizungseule in Hanau-Süd? Sie kennen die Firma? Ob ich die kenne? Ach du Scheiße. Ob ich die kenne, da waren es vermutlich Sie, der damals wegen meiner ganzen Beschwerden, wegen der ausgefallenen Heizung nicht reagiert hat. Ja. Ich habe euch angerufen, ich habe auf der AB geschmelzt, ich habe Faxe geschickt, E-Mails geklingelt, gekloppt, noch einmal noch. Keiner hat reagiert. Dafür war ich da. Ja, genau, dafür war ich da. Ja. Ja, aber ich habe ja jetzt noch Frostbeulen am Arsch. Es tut mir leid, Herr Lembach, es ist vorbei. Vorbei. Es tut Ihnen leid, jetzt tut es ihm leid, jetzt tut es ihm leid. Wie kommt man denn zu so einem fiesen Beruf? Übers Personalbüro, ja. Was? Die bilden einen dazu aus, ja. Wow, das wusste ich gar nicht. Und wie lang dauert die Ausbildung? 4 Jahre. Vier lange Jahre, das müssen wir mal detailliert erklären. Im ersten Jahr darf man nur Anruf beantworten, abhören, aber nicht darauf reagieren. Okay. Im zweiten darf man dann Briefe öffnen, darf es aber nicht lesen, muss es gleich zerknüllen und wegschmeißen, ja. Zweimal in der Woche haben wir Briefwurftraining in der Sporthalle. Ja? Sehr gut. Im dritten Jahr dürfen wir die Briefe öffnen, dann muss man sie lesen, anschließend laut über den Inhalt lachen und dann wegschmeißen. Ja? Okay. Und im vierten Jahr dürfen wir gar nichts mehr anfassen, muss in Gegenwart des Postboten die Briefe fallen lassen, damit man sie unter den Schreibtisch kicken kann und die Putzfrau sie schön in den Papiercontainer schmeißen kann. Ja? Das ist die Ausbildung. 4 Jahre. Ja. 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 Super. Super. Das ist
Also das ist doch eine fantastische, umfassende Ausbildung. Wieso haben Sie denn dann Ihren Beruf aufgegeben? Weil ich einmal im schwachen Moment auf eine Beschwerde geantwortet habe. Danach wollte mich keine Sau mehr, haben sie mich rausgeschmissen. Und danach wollte mich niemand, kein Chemiewerk, kein was, Atomkraftwerk, selbst scheiß Vatikan wollte mich nicht. Keiner hat Ihnen mehr Chance gegeben, nur weil sie ein einziges Mal... Ich meine, es jetzt zweimal gewesen, hätte ich gesagt, oh. Ja. Aber es war ja nur einmal. Es war nur ein einziges Mal. Aber wissen Sie was? Was trotzdem gut ist, dass Sie mir das mal erklärt haben, weil jetzt weiß ich, jetzt weiß der Peter Lembach, das bin ich, ja, jetzt weiß, wenn ich mal wieder eine Beschwerde einreiche, auf die dann keiner reagiert, weiß ich, dass hinter jedem nicht beantworteten Schreiben ein Mensch steckt, den ich durch Beharren auf Antwort zum Arbeitslosen machen könnte. Genau so ist es, das haben Sie gut erkannt. So sieht's aus. Die Fresse halte, dann ja, ist und das will ich nicht. Das ist lieb, Herr Lembach. Und das mache ich auch nicht. Ist sehr lieb, Herr Lembach, von Ihnen. Weil ich nicht will. Ist lieb. Ich mache es nicht. Ja. Das macht der Peter Lembach nicht. Ist lieb, Herr Lembach. Weil ich es nicht will. Gut. Und ganz ehrlich, denn dazu ist der Peter Lembach gerade mal auch zu müde. Die Scheißvögel. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ist ja schon wieder hell. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja schon wieder voll. Oh, aber ich bin ja ausgeschlafen wie noch nie, seitdem ich bei Ihnen war. Ich habe ja so gut geschlafen wie noch nie in der ganzen Zeit. Und ich weiß auch, woran das lag. Ja. Das lag an Ihnen. An mir? Ja, weil es war ja da an Ihrer Schulter total kuschelig. Was war das? Kuschelig war das. Kuschelig? Herr Noah, wisst ihr, was ich gerade denke? Was ist? Mal, wir leben doch schon so lange hier alleine, auf engstem Raum, ohne Frauen und all das. Herr Noah, wäre das nicht schön? Und... Herr Noah, wäre das nicht die logische Konsequenz, wenn Sie und ich... Herr Lembach? Herr Noah, wir sind doch zwei aufgeschlossene Typen. Kommt drauf an, Herr Westerwelle, um was geht's? Ja. Wäre das nicht schön, wenn Sie und ich... Wenn Sie und ich, Herr Lembach? Na, wenn wir beide, Herr Sie Lembach, und ich... Wenn was? Na, Herr Noah, ich merke gerade, ich kann es Ihnen irgendwie nicht richtig erklären. Ich glaube, ich muss es Ihnen musikalisch erklären. Ja? Ich würde es Ihnen gern rappen. Was wollen Sie? Rappen. Sie wollen mir was rappen? Ja. Sie rappen? Ja. Ein Dosenfach bekannt, rappt? Ja, genau. Dosenrap oder was? Ja, na, ich weiß sogar, wie die Rapper sich bewegen. Ich habe nicht mehr abgeguckt im Fernsehen. Guck mal, die Rapper, die machen immer so, yo. Aber mindestens, was Sie alles können, Herr Lembach, ist ja Wahnsinn. Ja. Können Sie noch was? Ja, ich kann noch eine Beatbox. Oh, hab Peter Holscher beigebracht. Genau, pass mal auf, es geht so. Hey Noah, die Gitarre, die klingt sehr geil, das passt auch gut zu meinem Style. Wir leben jetzt schon eine Zeit lang hier, Peter Lembach und Noah, das sind wir. Das ist nicht unser Block oder Haus am See, aber trotzdem ist es auch sehr schön. Und höre ich Ihren Namen, denke ich an den Namen Svetter, das war ja auch so ein Kerl. Donnerwetter hat einen Arsch gebaut. Eieiei, da kamen all die Tiere nein, von jeder Sorte. Immer zwei. Zwei Esel nein. Yo, zwei Hühner nein. Zwei Pferde nein. Zwei Panda nein. Zwei Löwen nein. Zwei Eisbären nein. Zwei Graubären nein. Zwei Graubären nein. Zwei Krachbären nein. Zwei Schneckchen nein. Salamander nein, Eichhörnchen nein und das noch nein und dann noch das und das. Stopp. Was? Die scheiß Arsch ist voll, um was geht's verdammt nochmal? Ja, ja. Was? Zwei Frösche noch, oder? Kein Frösch mehr, was geht's? Okay, okay. Dann komm ich auf den Punkt, okay. Der Ami, der sagt auch nicht sie, der Ami, der sagt you, drum biet ich ihn von Herzen an. Des du, der Ami, der sagt auch nicht sie, der Ami, der sagt you, drum biet ich ihn von Herzen an. Des du, du, ich biet's ihn an, des 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 du. Ich biet's ihn an, das du, 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 du,
Ich spiel's ihnen anders. Ich spiel's ihnen anders. Noah. Oh. Schluss, jetzt hatte ich aus.